Pferdefreunde, wir hatten eine kleine Pause gemacht und die ersten sechs Sequenzen wurden sehr gut angenommen. Wir haben über 450 Zugriffe bisher innerhalb von etwa 5 Wochen. Für ein fachspezifisches Thema. Und wir bedanken uns dafür, für Ihr Interesse. Heute möchte ich Ihnen berichten aus dieser Zeit von nach dem Zweiten Weltkrieg, die 50er Jahre, wo man davon ausgehen kann, dass es die Neuzeit der Zucht ist, wo sich also das ganze Geschehen um das Achaltekiner Pferd bis zum heutigen Tag entwickelt hat. Deshalb einen guten Blick drauf auf dieses Geschehen, beginnend mit den 50er Jahren. Die 50er Jahre sind geprägt von immensen Schwierigkeiten im Sowjetsystem, diese wunderbare Rasse zu erhalten. Natürlich spielt im Kommunismus Schönheit, Adel, Eleganz, diese jahrtausendlange Historie keine allzu große Rolle. Es war die Zweckmäßigkeit gefragt. Und es gab nicht nur Befürworter der Achaltekiner-Rasse, sondern auch große Gegner innerhalb der Politik. Und so kam es, dass man 1952 das wunderbare Gestüt Chambul in Kasachstan zum Ende bringen wollte. Und dieses Gestüt hatte quasi eine hohe Wertigkeit im Aufbau der Achaltekiner-Population. Und so hatte es der berühmte Chamburant, den wir schon in den ersten Sequenzen haben kennenlernen dürfen, es fertiggebracht, aus diesem Gestüt 17 Stuten nach Turkmenistan zu holen, wo seine Wirkungsstätte war. Insgesamt ist zu sagen, dass es in der Achaltekiner-Rasse, in dieser kleinen Population von Achaltekiner-Pferden, damals so etwa 400 Mutterstuten, es 54 verschiedene Mutterlinien gibt. Und also eine relativ hohe Variation in der Population bezüglich der Mutterlinien. Ich möchte Ihnen heute von dem Fortgang in den 50er Jahren bzw. von dem Aufbau berichten, die bis in die Neuzeit jetzt reinreicht. Zunächst einmal hat die Arbeit von Chambaran sowohl im Gestüt als auch auf der Rennbahn in den Leistungstest für die Pferde. Wir wissen, dass jedes Pferd, jeder Hengst und jede Stute, bevor er in die Zucht geht, auf der Rennbahn bezüglich der Konstitution getestet wird. Und es geht kein Pferd in die Zucht oder ging in der ehemaligen Sowjetunion in den Edelpferderassen, das nicht auf der Rennbahn getestet war. Das ist der große Vorsprung zu der Zucht im Westen, wo man meinte, quasi Zucht betreiben zu können, ohne Leistungsprüfungen und andere Kriterien zu bevorzugen oder zu missachten. Dazu ist zu sagen, dass diese Leistungsprüfung und ein Gestüt in diesem Ausmaß zu unterhalten, einen hohen Aufwand für einen Staat bedeutet. Deshalb Staatsgestüte, deshalb unter der Fittiche des Staates, sonst wäre das Ganze mit diesem hohen Aufwand nicht zu bewerkstelligen gewesen. Einzuflechten ist, dass Staatsgestüte in den letzten Jahren europaweit von ihrem zurückgefahren wurden von den Staaten. Ob man nach Spanien blickt mit der Araberzucht, der Vollblut-Araberzucht in Spanien, in Frankreich, Pompadour zum Beispiel, in anderen Staaten, wo Gestüte gefährdet sind, siehe Polen, Janow Mutarski in Michailow für die Vollblut-Araberzucht, siehe Sowjetunion, Tersk und Stawropol, die zwei bedeutendsten Staatsgestüte der ehemaligen Sowjetunion, die dann mit dem neuen Russland quasi im Laufe der Zeit in die Privatisierung übergingen oder
genossenschaftliche Haltung, wie auch immer. Da sieht man die große Schwierigkeit, die das Pferd oder die Pferdezucht hat. Es gab Enthusiasten, die das aufgefangen haben. Und es gibt natürlich auch russische Oligarchen, schwerreiche Leute in Russland, die Pferde aufgekauft haben und große Gestüte unterhalten. Ich habe von meinem eigenen Leben eine der ersten Filmsequenzen berichtet, dass ich davon ausgehe, dass das Achaltikiner Pferd einen so engen Bezug entwickelt in der Haltung, dass ich diese großen Gestüte mit zweierlei Maß sehe. Einmal sehe ich natürlich, dass diese genetischen Besonderheiten in der Vielfalt nur in einem großen Gestüt zu bewältigen sind, dass man auch seltene Linien erhält, Seitenlinien erhält, um diese Variationsbreite quasi im großen Stil zu erhalten. Und wollen wir uns aber zuwenden, dieser Neuzeit des Achaltikiners ab den 50er Jahren. Zunächst einmal ist diese Leidenschaft von Chamberand immer und immer wieder zu erwähnen. Seine Lieblingslinie war die Linie von Fakir Zulu, den er aus Djambul, aus dem besagten Gestüt in Kasachstan, geholt hat nach Turkmenistan. Und von Fakir Zulu diese zwei Beschäler, Gilishigli und Fakir Belvan, gezogen hat. Zusätzlich hat er dann Ende der 40er Jahre aus dem Gebiet von Merv ist eine der fünf Vilayate in Turkmenistan, also im Gebiet von Mari Merv, den Hengst Kirsakar geholt, der 36 geboren war. Kirsakar war ein eher für die Rasse etwas grober Hengst vom Typ. Er war sehr kalibrig, aber sehr leistungsfähig. Dazu ist zu sagen, er hatte diese inneren Eigenschaften eines Achaltikiners, wo ich immer wieder Bezug nehme. Ein Achaltikiner, der auch nicht besonders aussieht manchmal, hat diese wunderbaren inneren Eigenschaften. Man tritt an dieses Pferd heran und er spürt in der Intuition diese wundervolle innere Komponente dieser Pferde. Diese Komponente hat auch Chamberand gesehen und hat Elemente runtergezogen, dann von Kirsakar, insbesondere den Rapphengst Kaplan, auf dem sich diese neue Zucht in Turkmenistan in großem Maße konzentriert hat. Die seitliche Linie war dann die von Karlawatsch, der einen bedeutenden Hengst gebracht hat, den Hengst Kamba. Alle diese besagten Hengste haben auf der Rennbahn sehr gute Leistungen vollzogen. Der besagte Kirsakar über 4000 Meter, so Rekordzeit in 4 Minuten 45 Sekunden. Diese Konzentration auf das Kirsakar-Blut in Turkmenistan hat dazu geführt, dass dieser Typus in Turkmenistan etwas abweicht von den Pferden, die Chamberand oder das Zuchtziel der Chamberand dann 57-58 bei dem Import von insgesamt 52 Pferden aus Turkmenistan, Achaltikiner, nach dem Nordkaukasus beinhaltet hat. Wenden wir uns also dieser Chamberand-Ära, nachdem er Turkmenistan verlassen musste 1956 und seine neue Tätigkeit im Nordkaukasus aufgenommen hat, zunächst im Staatsgestüt Tersk, ab 57, 58 zu. Chamberand hatte wundervolle Hengste aus Turkmenistan in sein Zuchtprogramm aufgenommen. Das wären die eben erwähnten Gilishigli und Fakir Belvan, beide von Fakir Zulu. Dann hat er geholt aus Turkmenistan den wundervollen Hengst Almas. Dann hat er aus Turkmenistan geholt den wundervollen Hengst Taimas, Linie Ebadi-Telike. Und diesen Hengst Kirsakar, nicht Kirsakar, sondern den Hengst, den Aksakalsohn Karakir.
Diese fünf Hengste bilden das Kerngerippe der Zucht im Nordkaukasus im Aufbau. Er konzentrierte sich im Wesentlichen auf Gelişigli, seinen Lieblingshengst, deren Anpaarung mit Gul die außergewöhnlichsten Tekiner quasi des 20. Jahrhunderts hervorgebracht haben. Die Mutterstute Gul war eine kleine braune Stute, die relativ unscheinbar war, aber das Erbelement von Zaparan in sich trug, der auf dem berühmten Melekusch hingezüchtet war. Melekusch haben wir bei der Besprechung in der Sequenz über die Stammlinien des Achaltikinas kennengelernt. Es gibt viele Melekuschs in der Rasse. Der Name taucht sehr häufig auf, aber dieser Melekusch ist bezogen auf den Melekusch 1909. Und mit dieser Kombination hat sich Chamberlain quasi ein Denkmal, ist zum Denkmal als Achaltikina-Ikone gekommen. Aus dieser Anpaarung, aus diesem Golden Cross, entstanden dann so berühmte Hengste wie Gunduka, wie Yuldus und Azad. Diese Pferde waren quasi Windhundtyp. Chamberlain war vielleicht auch durch seine französische Ader der Schönheit, Ästhetik und Eleganz zugeneigt. Und dass er in seinen züchterischen Leistungen für das Achaltikiner Pferd auch dokumentierte. Er war ein Mensch, der extrem lebendig war, sehr energievoll war, dieser besagte Herr Chamberlain, und immer den Blick hatte auf das Spezielle des Achaltikiner Pferdes. Er hatte also diese Leidenschaft entwickelt, diese Rasse von der gesamten Feinstofflichkeit zu erkennen. Und in meinen Gefühlen ist das auch passiert, dass ich das Achaltikiner Pferd so feinstofflich in meiner Intuition drin habe, dass es fast schlafwandlerig ist, wenn man zu einem Pferd kommt und es dann in seiner gesamten Güte erkennt. Allein durch die Begegnung mit einem Achaltikiner. Diese weitere züchterische Arbeit von Chamberlain hat dazu geführt, dass er dann 1970 nach Dagestan mit den Pferden gegangen ist und im Gestüt Dagestan weiter gezüchtet hat. Nur Dagestan, am Kaspischen Meer gelegen, hatte in der Futterbeschaffung große Probleme. Das führte dazu, dass 1982 ein Großteil der Pferde von Dagestan nach Stavropol überstellt wurde, wo es bessere, vielleicht zu bessere Futterbedingungen gab und was an für sich Stammheimat der Tersker-Rasse war. Die Tersker-Rasse ist eine Araber-Halbblutrasse, die basierend auf der berühmten russischen Rasse der Strelitzker-Zucht. Und etwa 120 Mutterstuten waren vorgelagert dem Gestüt Stavropol. Nun kam die Achaltikina 1983, 84 und waren also neu im Stavropoler Gestüt. Mein Freund Dr. Alexander Klimuk hat seine Studienzeit in dem Moment beendet und seine Zeit im Allunion-Forschungsinstitut und seine erste Tätigkeit bis zum Ende seiner beruflichen Laufbahn war dieses Stavropol. Stavropol hatte dann die Aufgabe und die schwere Aufgabe, die Blutbasis etwas breiter zu gestalten, wie es Chamberlain gemacht hat. Chamberlain hat dieses Fackel-Zulu-Blut zu sehr bevorzugt und die Aufgabe von Sascha Klimuk war, diese genetische Basis in eine gewisse Breite zu bringen
und gewisse Dinge zu beachten. Er hatte dann das Glück, zur Zeit noch der Sowjetunion aus dem Gestüt Komsomol in Turkmenistan den Hengst Budok zu leihen, ein Polotli-Sohn für 2 Jahre. Und aus dieser Anpaarung wundervolle Pferde zu züchten, unter anderem auch die wundervolle Mutterstute Platina, aus der wiederum sehr extrem gute Pferde züchten konnte, unter anderem auch den berühmten Hengst Piastre. Diese Arbeit beinhaltete die Breite der Genetik, dass man auch aus dem Gestüt Komsomol sich den Hengst Gajkesis gesichert hat, einen Karamansohn aus einer Stute von Anga von Arsenal. Arsenal war auch in Turkmenistan ein ganz berühmter Hengst, der große Leistungen vollbrachte und auch im Typ den etwas größeren, stabileren Harlekiner beinhaltete, ohne an Rassetyp einzubüßen. Dieser Gajkesis hat dann dafür gesorgt, dass Davopol quasi eine ganze Reihe von wundervollen Pferden gezüchtet hat. Ich führe das darauf zurück, aufgrund dessen, dass diese Gajkesis halt diese Outcross-Möglichkeit, also diese Variationsverbreiterung auf dieses andere Element, was Chambaran bevorzugt hat, gebracht hat. Gajkesis heißt im Turkmenischen in der Übersetzung der Fröhliche. Neben diesem Gajkesis standen noch der Hengst Ahmed aus der Linie von Absent. Absent haben wir kennengelernt, Olympiasieger der Dressur 1960 in Rom. Und der Sergei Filatow. Und Ahmed war ein charakterlich wundervolles Pferd. Er war sehr lebendig und sehr sanft und sehr den Menschen zugetan. Wir haben weiter als Hauptbeschäder den Hengst Seré, der leider 1984 schon starb im Alter von 19 Jahren, der sich sehr gut vererbte, dessen Sohn Seraskier dann sein Nachfolger wurde. Seraskier von Seré aus der Sayat von Karakir beinhaltete nach meiner Meinung einen wundervollen Leistungstyp. Er war nicht nur auf der Rennbahn selbst überzeugend, sondern auch seine Nachkommen waren wundervolle Leistungspferde. Vielleicht beinhaltet auch durch die Mutter Sayat, ist mir aufgefallen, sie hatte einen wundervollen Schritt. Und Pferdemenschen wissen, die im Galoppsport sind, guter Schritt schließt oftmals auch auf eine gute Galoppleistung. Wenn wir davon ausgehen, als Pferdemenschen, dass die Poesie des Pferdes im Galopp liegt, hat der Achalte-Kiner, wenn er galoppiert, für mich, für Chamberlain, für Sascha Klimuk und für andere Enthusiasten die schönste Art eines Pferdes zu galoppieren. Jeder Mensch, auch der nicht Pferden zugehörig ist, sieht die Leichtigkeit, das Schwerelose, dieses Dynamische, diese Galoppleistung und dieses Poetische eines Achaltekiners. Es mag mit dieser speziellen Körperform zusammenhängen, eines Achaltekiners, dass diese Körperform halt beinhaltet, dass die Pferde so schwerelos gehen, so leicht gehen. Und auch für den Reiter so angenehm gehen. Nochmal zurückzukommen auf das Gestüt Stavropol, ist das gewesen, was Stavropol groß gemacht hat und ab dem Jahre 2010 etwa dazu geführt hat, dass die Welt hellhörig geworden ist. Und es gingen danach Pferde nach China, wo sich der chinesische Staat darum gekümmert hat, um die Historie von Pferden und festgestellt hat, dass es also vor unserer Zeit einen Kaiser in China gab, der Kriege geführt hat, um an diese berühmten Pferde Mittelasiens heranzukommen.
an diese blutschwitzenden himmlischen Pferden von Fergana. Fergana ist ein Gebiet in Usbekistan. Und die haben also aufgrund dieser umfangreichen Historie von Professoren, insbesondere Professor Wang, festgestellt, dass diese Historie der Achaldekiner so faszinierend ist, dass der Staat China unbedingt diese Pferde haben wollte, sodass also heute etwa 550 Achaldekiner in China stehen. Und jetzt kommt die Kehrseite der Medaille. Das Ministerium heißt in China Ministerium für Pferdeindustrie. Also ein ziemlich hartes Wort für Pferdeleidenschaft. Es ist bezeichnend, dass man diese, ich würde sagen, um es vorsichtig auszudrücken, diese Liebe, was die Turkmenen in diese Pferde reingesteckt hat, sehr schwerlich in anderen Staaten oder in anderen Kulturen nachvollziehen kann, beziehungsweise leben kann. Das aber nur als Randbemerkung von mir. Anzumerken ist, dass Stavropol als Staatsgestüt heute nicht mehr existiert und es nach meiner Meinung auch durch die Corona-Krise jetzt bedingt allerlei Anstrengungen bedarf, dieses auf genetisch höchstem Niveau stehende Gestüt zu erhalten, sich ihm zuzuwenden und ein gewisses Augenmerk zu haben. Das wäre es für heute in dieser Sequenz. Ich hoffe, Sie nicht überfordert zu haben mit den vielen Details und freue mich, wenn Sie in einer nächsten Sequenz wieder reinschauen, wo wir vielleicht dann auch wieder einen Bogen auf das arabische Pferd nehmen. Herzlichen Dank.